Hallo meine Lieben, ich bin wieder da mit einem kleinen Video und zwar habe ich diesmal eine Ü-Post bekommen. Im letzten Video habe ich auch schon gesagt, dass ich wohl wahrscheinlich eine Ü-Post bekommen habe und es ist wirklich eine Ü-Post. Allerdings muss ich jetzt mal dazu sagen, ich habe das Päckchen schon einmal ausgepackt gehabt und leider hat mein Handy nicht mitgespielt. Also irgendwie hat das Ladekabel nicht geladen und dann ging das Handy aus und dann war das Video weg. Leider. Ich habe jetzt versucht, alles wieder so einzupacken, wie es vorher war. Es war zum Glück vorher sowieso nicht eingepackt in Geschenkpapier oder so. Von daher ist es eigentlich fast genauso wie vorher. Nur falls ich mich jetzt nicht ganz so freue oder so, soll das jetzt nicht heißen, ich freue mich nicht über die Sachen, sondern ich habe sie schon gesehen und daher weiß ich ja schon, was drin ist. Nur, dass ihr vorher das wisst. Vorher muss ich schon sagen, es sind so schöne Sachen dabei und das hätte überhaupt nicht Not getan, liebe Maren. Also das Paket kommt von der lieben Maren und ich bin so happy. Ihre Post war so süß, und aber ich zeige euch das jetzt endlich. Und ja. Und zwar hat sie mir dieses Päckchen geschickt. Das ist total süß gemacht hier mit diesen Fröschchen und so. Fand ich total niedlich. Das ist jetzt wie gesagt nicht mehr im Esszustand, aber es ist fast so gewesen. Und zwar lag die Karte auch so drauf. Und da steht drauf, wir Frauen müssen zusammenhalten. Das fand ich schon mal mega niedlich. Und dann hat sie noch geschrieben, eben, dass sie es wohl in dem Action Hall so traurig, also mich so traurig fand, dass ich eben diese Stempelsets nicht bekommen habe, diese zwei, und diesen einen Block nur einmal hatte. Und ja. So verrückt, wie sie anscheinend ist, hat sie für mich im Action ein bisschen was geshoppt und ein paar andere Sachen und hat mir eine Ü-Post gepackt und ich bin total happy darüber. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was hier noch dran hängt. Das hatte ich auch schon mal abgemacht. Und zwar sind das Stickerchen. Die hat sie mir da so mit dran gemacht. Die werde ich mir jetzt hier ranbappen. Dann kann man das jetzt so hochklappen und da seht ihr mal kurz den Inhalt. Das habe ich jetzt rausgenommen und dann zeige ich euch jetzt nach und nach, was drin ist in dem Paket. Ich finde das echt total niedlich, dass ich eine Ü-Post bekommen habe. Und zwar habe ich als erstes hier so ein süßes Washi-Tape. Das ist echt total niedlich. So mit Pünktchen. Sowas benutze ich immer sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier Schlüsselringe. So mit Blume. Kann man natürlich immer gebrauchen. Die sind richtig top. Dann haben wir hier so, so Tiegelchen. So Metalldöschen sind das. Das sind meine ersten und ich finde die echt total cool. Also ich hätte am liebsten noch viel mehr davon, weil man die super benutzen kann. Zwar sind das wirklich so normale Metalldöschen. Kann man so aufmachen. Die sind richtig niedlich. Danke dir. Die sind super schön. Dann haben wir ein paar Silikonformen drin. Und zwar einmal diese Herzform. Die habe ich auch schon einmal, aber das ist überhaupt nicht das Problem. Also zwei so eine kleinen Teilchen. Und die sind ja so schnell voll mit Resten oder so. Ich nutze die sehr gerne mal, weil man kann diese kleinen Herzchen natürlich nachher überall raufkleben. Und dann haben wir zweimal hier so ein Blümchen, sage ich jetzt mal, weil ich nenne das irgendwie Blümchen. Ich finde das richtig niedlich, die Form. Weil das ist eben erst ein runder Kreis und nachher wird das eine Blume, wenn man das mit Resin füllt. Und das sieht echt hübsch aus. Die sind zwar leider matt, aber das finde ich nicht schlimm. Weil ich habe die auch schon, ich habe die schon getestet und da kommen echt so schöne Sachen bei raus. Und man muss sie eben nur lackieren. Das finde ich aber nicht weiter tragisch. Ja. Dann haben wir hier so ein kleines Säckchen. Da sind ein paar, ja, schöne Sachen drin. Ein paar, also so ein Mix ist das. Ich versuche jetzt, das ein bisschen geschickter wie beim letzten Mal hinzukriegen. Ich finde das echt so mega schade, dass das Video weg war. Weil das erste Mal ist natürlich immer das Schönste. Da sind diese Moos-Gummisticker drin, einmal mit Hündchen in verschiedenen Farben und einmal mit Katzen. Die sind schon mal richtig niedlich. Noch mehr Kätzchen
Und dann haben wir hier so zwei Glasflaschen drin. Dann haben wir Marienkäfer, so ganz kleine drin, sowas habe ich auch noch nicht. Ich versuche euch das mal so. Die sind auch echt niedlich. Die kann man für Mini-Alm super gut gebrauchen. Noch ein Glasfläschchen. Hier haben wir noch einen Cabochon mit Hello Kitty. Boing. Noch ganz viele Marienkäfer. Und dann haben wir hier noch vier. Waren das nicht fünf? Noch irgendwo einer. Ich glaube eigentlich, dass es fünf waren. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Säckchen ist leer. Ich muss nachher mal gucken, ob da noch einer irgendwo war. Und zwar sind das so kleine Cabochons mit Eis. Also, nee, Eis eigentlich eher nicht. Na, auch Eis, aber eher Cupcakes. Hier, die drei sind Cupcakes. Die finde ich auch mega niedlich. Werde ich auch gleich wieder da reintun jetzt, damit mir das nicht wieder wegfliegt. Aber beim ersten Mal ist mir das alles ja so ein bisschen weggeflogen. So, lasse ich das jetzt so. Den Rest packe ich mir nachher wieder ein. Dann haben wir hier einen süßen Umschlag. Die sind vom Action. Ich finde die so niedlich, diese Umschläge. Ich habe davon leider nur ganz wenige. Aber irgendwann komme ich ja vielleicht auch mal zu einem Action. Das wäre mal echt cool. So, und hier haben wir drin verschiedene Texte erstmal. Das sind einmal so Texte und bunt. Die sind richtig hübsch. Dann so in Kraftpapier ein paar. Und die nutze ich auch immer am liebsten, weil man die schön einfärben kann. Davon habe ich auch ein paar hier. Und wie gesagt, die nutze ich super gerne. Für Mini-Alben hauptsächlich natürlich. Dann haben wir hier zweimal so ein pinkes. Und hier haben wir so welche mit Farbverlauf. Die finde ich auch total hübsch. Dann haben wir hier zwei so eine Herzchen. Und da bin ich mir fast sicher, dass sie die selber gemacht hat. Finde ich auch mal mega cool. Und dann haben wir hier noch so Tütchen. Und zwar einmal diese Sorte. Die habe ich auch. Dann einmal die Sorte, die habe ich auch. Und diese Sorte, und die habe ich nicht. Das ist Rilakkuma. Der ist so niedlich. Das ist so süß. Dankeschön. Das sind so schöne Sachen. Dann haben wir zwei so eine riesengroßen Büroklammern. Und da habe ich dich im allerletzten, also im letzten Video schon gefragt, was ich ja nicht hochladen konnte. Wo gibt es solche Büroklammern? Ich habe solche Büroklammern noch nie gesehen. Ich finde die so mega cool. Ja, vielleicht verrätst du mir das ja. Das wäre echt cool. Dann haben wir hier so eine kleine, ja, Plastikkugel, sage ich jetzt mal. Acrylkugel nennen sich die, glaube ich. Weil so eine kleine habe ich noch nie gesehen. So eine ganz kleine Mini. Und zwar sind hier ein paar Charms drin. Und zwar so Glückscharms. Und zwar so Schweinchen. Und Kleeblatt und Hufeisen. Also mega niedlich. Kann man auch echt mal ganz gut gebrauchen. Habe ich eigentlich nicht wirklich was von. Ich habe höchstens ein, zwei Hufeisen, aber sonst habe ich nichts. Finde ich auf jeden Fall cool. Dann haben wir hier so zwei so eine Schachtel. Und zwar ist hier drin so Sternchen, Paillettensternchen. Die sind auch echt schön, die habe ich nicht. Ich habe zwar viele, viele andere, aber keine bunten. Dankeschön. Und dann, was war hier drin? Ach ja, die süßen Fuchsis. Und die waren so niedlich. Es ist, glaube ich, schon wieder Besuch hier. Ja, hier geht das wie im Taubenschlag. Das ist furchtbar hier manchmal. Das ist natürlich immer kein Besuch für mich, das ist immer für meinen Vater. Aber naja.
Zum Beispiel mein Onkel, der kommt jeden Tag. Und da sind diese Fuchsis drin und die sind so süß. Wo gab's die? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Teddy war oder ob das Kick war. Und ich habe die leider nie bekommen. Ich habe die öfter mal im Hall gesehen, aber ich fand die so süß. Ich finde das mega schön, dass ich die jetzt auch habe. Dankeschön. Dann haben wir hier noch ein Washi-Tape-Sample mit diesen süßen Cupcakes. Total niedlich, danke. Kommt da mal das zu. Dann haben wir hier so eine Mixtüte und da sind so schöne Sachen drin. Da muss ich euch unbedingt ein, zwei Sachen von zeigen. Muss ich mal aufpassen mit der Tüte. Und zwar jeder süße Schaf, das ist ja wohl mal mega genial. Na? Gut. Naja, fast gut. Das ist ja wohl mega niedlich. Das werde ich bestimmt nie verwenden. Aber ich finde das so süß. Das ist ein Schaf. Dann haben wir hier noch so eine Grinsekatze oder sowas. So eine Winkelkatze. Sowas. Die ist auch süß. Und dann ein paar besondere Perlen. Sind alles Glasperlen auch relativ. Und hier der Flügel, der war auch so mega hübsch. Den muss ich euch auch zeigen. Der ist so hübsch. Dann haben wir hier noch einen Eulenscham drin und hier so Schildkröten und ganz viele andere Glasperlen. Hauptsächlich hier unten ist noch eine Erdbeere. Sind echt schöne Perlen bei. Also ganz ehrlich, das sind so schöne Perlen. Dankeschön für diesen Mix. Das ist mega hübsch. Also diese Perlen. Dann haben wir hier so bunten Stäbchen drin und da weiß ich nicht so richtig, wofür die sind. Da kannst du mir das bitte gerne verraten. Das wäre super nett, wenn du das machen würdest. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht na, Cake-Pop-Stiele sind. Also für diese runden Cake-Pop-Teile zum Backen. Die mache ich ja auch des Öfteren mal ganz gerne. Ja, sonst wüsste ich jetzt nicht unbedingt, wozu die sind. Von daher wäre das echt nett, wenn du mir das verrätst, weil ich habe die noch nie gesehen. Dann, und jetzt kommt's, haben wir die Stempel, die mir noch gefehlt haben. Das ist so genial. Ich finde die so schön und ich wollte die unbedingt haben. Und jetzt habe ich sie auch noch. Jetzt habe ich auch dieses Set dann wieder komplett. Ich finde das so cool. Man kann ja hier diese Fahne und so, das kann man so gut verwenden, so. Also ich finde das so mega cool. Hier den riesen Schmetterling, sowas habe ich auch noch nicht. Dankeschön, dass du mir die besorgt hast. Das ist so nett. Ich weiß nicht mehr wohin. Ich packe die mal hier unten hin. Ich versuche es. Und jetzt kommen Sachen, die habe ich noch nicht gesehen. Also bis jetzt, bis hier war ich. Und dann ging ja das Handy aus. Und zwar haben wir dann hier den Block, den ich ja nur einmal habe. Jetzt habe ich ihn zweimal und ich finde das so cool. Der wird bestimmt auch relativ schnell alle sein. Und nein, ich vertausche nichts davon. Das bleibt alles bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr den Block kennt. Da sind eben diese süßen Motive drin. Das sind so schöne Motive bei. Ich finde das so schön mit diesen Vögeln. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde das echt so schön. Das finde ich auch mega hübsch. Und das. Und, naja, das geht. War noch eins? Nee, war alles. Das ist so schön, der Block. Und man kann da draußen ein super schönes Mini-Album machen. Da wird bestimmt mindestens ein Mini-Album draus werden. Da bin ich schon felsenfest von überzeugt. Ich muss das jetzt hier irgendwie so hinpacken. Dann haben wir noch drin so Servietten. Da habe ich auch noch nicht geguckt, da habe ich nur die erste gesehen und hier mit so einer Klammer befestigt. Das ist auch mal eine schöne Idee. Und das ist schon mal eine echt süße Serviette. So mit Waldtieren und sowas. Ah, und zweimal cool. Die ist auch hübsch. Habe ich auch nicht sowas.
Eule! Zweimal, das ist auch cool. Die Eule ist aber cool. Das ist auch gut. Das ist super für so eine Vintage-Leinwand oder sowas in der Art, so ein bisschen. Weil ich suche so eine Servietten, die so Vintage-mäßig sind, unbedingt. Weil ich gerne auch so eine Leinwand machen möchte. Aber ich habe keine Vintage-Servietten. Dankeschön. Ich weiß nicht mehr wohin. Ich packe die hier hin. Und dann haben wir noch ein Säckchen bei und da bin ich mir nicht sicher gewesen, ob das Handmade ist. Deswegen habe ich es jetzt zum Schluss gelassen. Nee, es ist wohl kein Handmade. Das Säckchen ist auch irgendwie niedlich. Und zwar haben wir hier, glaube ich, Sticker. Ich glaube, das sind Sticker. Messer. Mache ich die auf? Ich bin zu blöd zum Aufmachen. So. Und zwar haben wir hier so, ja, grüne Sticker. Schön, dass du da bist. Und die sind ja immer süß. Ich bin gerade am Überlegen wegen meiner Mutti, weil meine Mutti hat das Muttertagsgeschenk noch nicht bekommen, weil ich sie noch nicht sehen konnte, da sie weggefahren ist und die kommt erst Montag wieder. Und da bin ich gerade noch am Überlegen, weil noch kann man ja immer noch was machen, denn. Und das sind alles die gleichen, ja, das ist cool. Dankeschön. Die gefallen mir. Dann haben wir hier so, oh, die sind auch schön, so Bronze. Eigentlich kann man die auch so sehen, oder? Das sind diese Made with Love Herzchen in Bronze eben. Die habe ich auch noch nicht. Ich habe die, glaube ich, nur in Silber ein paar Stück. Und hier haben wir einen Strang so, so Tellerperlen, so, sage ich jetzt mal, so Scheiben. Die sind auch richtig cool. Das sind so Perlmutscheiben. Oh, die sind ja hübsch. Die mag man wieder gar nicht benutzen. Bevor ich jetzt auch echt noch nicht weiß, wofür ich die benutzen würde. Überhaupt noch nicht. Aber die sind schön. Da bin ich am Überlegen. Dankeschön. Aber das sind echt so schöne Sachen bei. Ich bin so happy, dass du mir eine Übpost geschickt hast. Das hätte echt nicht Not getan. Ich habe mich da sowas von mega gefreut. Möchte dir echt nochmal tausend Dank dafür sagen, dass du mir die Sachen geschickt hast. Und ja, wie gesagt, ich bin happy. Und wer es noch nicht weiß, in den nächsten Tagen oder heute vielleicht sogar, werde ich sehen. Ich habe einen neuen Kanal. Und zwar werde ich dort Let's Plays hochladen. Und zwar Sims 4. Aber es ist wirklich mein erstes Let's Play und ich fange gerade erst an damit. Und ja, aber wer Lust hat, ich werde, wenn ich dran denke, euch den neuen Kanal unten verlinken. Der heißt Kleine Spielkiste. Also fast so ähnlich wie jetzt. Nur eben kleine Schatzkiste, kleine Spielkiste. Und ich werde aber noch ein Einführungsvideo, also hier ein Video hochladen auf diesem Kanal, wo ich euch das nochmal genauer erklären tue. Und ja, wer dann Interesse hat, kann da auch gerne gucken kommen. So, und jetzt sag ich am besten mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön. Tschüss.